Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt ist hier einmal Christiane Kleinwort und Silke Leopold. ja, wir beide haben uns auf einem Event getroffen und haben gemerkt, dass wir beide ein Thema haben, was uns so von Herzen beschäftigt. Und wir haben gedacht, wir nutzen das einfach mal, um meine und auch die Community von Silke damit zu beglücken. Und Silke, ich finde es total toll, dich kennengelernt zu haben. Bevor ich jetzt irgendwas über dich erzähle, stell dich doch einfach mal vor. Ja, also mein Name ist Silke Leopold. Ich bin schon länger so online unterwegs, habe mit YouTube gestartet, Facebook, mittlerweile Telegram, Instagram und meine Themen waren, ich bin also so mit gesunder Ernährung, also pflanzlicher, gesündere Ernährung eingestiegen, vitalstoffreiche Kost, Wildkräuter, Sprossen, dann kam noch Fasten, Entgiftung dazu, schleimfreie Kost nach An- und Ehre, das sind so meine Hauptthemen, genau. Und über eines dieser Themen haben wir uns ja auch kennengelernt, nämlich über das wichtige Thema Entgiftung. Genau. Und ich bin Heilpraktikerin und ich habe damals schon immer so überlegt, ach nee, also so wie ich das gelernt habe als Heilpraktikerin, das ist nicht der Weg. Also das ist irgendwie für mich so gar nicht die Natur. Und für mich war auch wichtig, einfach hier, also ich sage mal, wir haben ja eine Seele und eine Hülle dazu. Und das ist wichtig, auch mal bei der Hülle zu beginnen, dass wir die Hülle einfach mal wieder ganz natürlich in ihr eigenes Gleichgewicht bringen. Das heißt also, so viele Leute oder wir ernähren uns oder leben gar nicht artgerecht. Und das ist das, was mich so ein bisschen umtreibt, die Menschen wieder zu sensibilisieren, in ihre eigene Balance zu kommen. Und da nutze ich halt natürlich logischerweise die Ernährung, Entgiftung, aber natürlich auch Homöopathie und Co. So, und über das Thema Ernährung und Entgiftung haben wir beide uns irgendwie verbunden. Und das ist ja auch das, wo wir uns heute darüber unterhalten wollen, Silke, oder? Genau. Ja, deswegen haben wir uns auch entschieden, dieses Video für unsere beiden Kanäle zu machen. Wir hatten uns ja, du hattest glaube ich schon erwähnt, im September erst persönlich kennengelernt, vorher schon auch über Online-Zusammentreffen. Aber das war so schön, weil wir hatten da so eine Verbundenheit und es ist auch so schön, sich auch nochmal persönlicher auszutauschen und jetzt einfach unsere Erfahrungen hier mit unserer Community online zu teilen. Deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass wir uns hier zusammengefunden haben, um einfach so unsere Erfahrungen zu teilen. Und was ich auch immer sage, so wertvolle Impulse zu geben. Jeder entscheidet dann Genau. selbst, ne? Was fühlt sich stimmig an? Wo brauche ich noch mehr Informationen? Resoniere ich damit, dass man auch ein bisschen, ja, auch wieder sein. Wir hatten heute auch davor gesprochen, wieder die Intuition. Ne? Du bist ja auch ein sehr, sehr intuitiver Mensch. Und wir hatten kürzlich mal ein Telefongespräch, da hast du mir etwas erzählt. Da habe ich gedacht, genauso empfinde ich auch genauso. Also ich spüre das auch so, auch mit Menschen. Ne? Wie ist die Energie? Geht das für mich oder nicht? Ist man auf einer Wellenlänge oder nicht? Und das finde ich sehr interessant, die Menschen auch wieder dahin zu bringen, in ihre Intuition zu kommen. Und ich finde es immer wichtig, gerade in der heutigen herausfordernden Zeit, eine Erdung und eine Anbindung zu haben, ohne dass sich irgendwelche Menschen dazwischen schalten und erzählen, wie wir zu denken, zu handeln, zu fühlen haben. Na, dass man sich wieder auf sich selbst verlässt. Und jeder kann das. Jeder kann sich anbinden nach oben und jeder kann sich erden. Na, und das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig in dieser Zeit. Und wir beide, wir machen ja schon, also Gesundheit ist ja schon länger ein Thema für uns. Wir begleiten Menschen. Und dann habe ich auch noch mal gemerkt, oder dann auch die Erfahrung gemacht, wie sehr so diese Lebensweise, die moderne Lebensweise, die wir haben, ja auch die Ernährung dazugehört, ein gewisser Lebensstil, der gar nicht mehr uns förderlich ist oder den Menschen dienlich ist. Und dass dieser Lebensstil auch die Menschen davon ablenken kann, sich zu verbinden und sich zu erden. Ja, dass sie einfach so verwirrt, eigentlich auch zum Spielball der äußeren Umstände werden. Ja, und das finde ich so wichtig. Ich bin ja erst mit der Ernährung immer eingestiegen. Mit einer Ernährung geht so viel, wenn du erkennst, gerade alles, was vieles, 90%, was es im Supermarkt gibt, ist uns nicht dienlich. Ja, also manche Menschen, die können damit besser vielleicht umgehen. Es kommt ja auch darauf an, ja, jeder hat ja da einen anderen Rucksack mitbekommen von seinen Eltern. Es geht ja auch da gewisse medizinische Behandlungen, ne? Dann was hat man von der Mutter mitbekommen an Schadstoffen? Also manche können da mit der Ernährung, da kann der Körper das gut ausbalancieren, aber man bemerkt, immer früher
haben die Menschen schon Kinder jugendliche Herausforderungen, ob auf körperlicher Ebene oder eben auch solche Themen wie Autismus, ADHS, ADS, Asperger. Das hat ja unglaublich zugenommen. Ich habe mich vor ein paar Jahren auch aufgrund der ADS-Diagnose meines Sohnes mehr mit der Thematik auseinandergesetzt, ja, und da ist mir erstmal bewusst geworden, in welcher Umwelt wir einfach leben. Und es ist nicht nur die Ernährung, auch das, was über die Luft kommt, über das Wasser, ne, wenn man sein Wasser nicht filtert, auch Kosmetikprodukte, Kleidung, Möbel, womit wir uns ja jeden Tag ein Stück weit mehr belasten. Und deswegen ist uns auch ein Anliegen, ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen, sich mehr damit auseinanderzusetzen. Und wenn man wirklich die Ernährung ein bisschen optimiert und auch sich mehr damit beschäftigt, mit welchen Schadstoffen wir belastet sind, was wir täglich aufnehmen und da auch einen gewissen Weg gehen, ne? Dass man sagt, okay, ich will das jetzt einfach bereinigen, ich will einfach meinen Körper und mich einfach gut unterstützen, dann kommt man wieder in diese Intuition, da kommt man wieder in diese Anbindung und dann ist man einfach in seiner Kraft und kann ja mehr bewirken, ja? Und sich Genau. auch viel Angst und Panik machen lassen. Genau, du sagst es. Und ich bin schon als ganz kleines Kind, ich hatte einfach diesen, wie man immer so schön sagt, sechsten Sinn. Ich habe so vieles immer gespürt. Und oftmals ist es immer so, oh, Christiane, was du dir schon wieder einbildest. Ne? Also es wird ja dann auch ganz oft von außen, wird diese Sensitivität, dieser Kanal, wird ja auch dicht gemacht. Und ich habe zum Beispiel eben auch, ich habe eine Tochter und bei ihr ist gesagt worden, sie ist lernbehindert. Sie wird niemals einen anerkannten Schulabschluss haben werden und sollte dann eben, ne, ADHS und sollte dann dieses berühmte Medikament bekommen, wo ich gesagt habe, nee, stopp. Und meine Tochter ist es gewesen, die im Grunde genommen mich auf diesen Weg gebracht hat, wo ich dann wieder gesagt habe, so Moment, Gesundheit geht anders. Gesundheit kann auch ganz einfach sein. Und dann habe ich einfach das, was ich von meiner Oma, meine Oma hat früher auf dem Land, wir kommen aus Dithmarschen, hat Menschen besprochen, die Warzen hatten, die, was weiß ich, Neurodermitis hatten, Flechten oder wie auch immer. Ne? Die hat sie besprochen. Und sie hat mir das, als ich in den Osterferien war, hat sie mir das übergeben. Das habe ich aber gar nicht mitgekriegt, denn sie hat mir abends, wenn sie mich ins Bett gebracht hat, hat sie mir immer was erzählt. Und dabei hat sie mir scheinbar diese Formeln übergeben. Ich wusste das aber gar nicht. Aber ich war sowieso schon immer sehr, sehr sensitiv mit vielen Dingen und habe das dann irgendwann automatisch gemacht. Und dann hat mir mal meine Tante erzählt, ja, wieso weißt du das dann gar nicht, dass Oma dir das übergeben hat. Also so vieles war da. Und genau diese Intuition, wo ich immer sage, gerade auch, wo wir da draußen im Moment mit so viel Informationen belastet werden, ist es so wichtig, dass wir uns wieder zentrieren, Körper, Seele, Geist wieder in Einklang bringen, um wirklich wieder, jeder hat diese Intuition, um die auch wieder zu schärfen und diese Verbindung, wie du gesagt hast, ne, diese Erdung und eben aber auch diese Anbindung an was auch immer, zu bekommen, um seine eigene Intuition, um einfach wirklich feststellen zu können, das ist gut für mich und das nicht. Und wie gesagt, alles, was ich hier sage, glaubt mir nichts, recherchiert das für euch selber. Und ich sage immer, der Körper, dein eigener Körper lügt nie. Dein Körper wird dir genau sagen, was ist gut und was ist richtig für dich. Und das dürfen wir für uns einfach wieder lernen, wieder unsere Sinne zu schärfen. Und die Sinne schärfen kann man natürlich, indem man einfach, genau wie du gesagt hast, wenn wir einfach mal gucken, wie wir leben, das ist nicht, also ich sag mal, mit unserem Auto würden wir niemals so umgehen. Keiner von uns würde in sein Auto Salatöl kippen oder Wasser in den Tank, weil er der Meinung ist, das Auto würde damit fahren. Oder noch besser, ich habe hier einen Ferrari. Heute habe ich einen türkisfarbenen Ferrari. Ne? Und dieser Ferrari, der fährt mit Superbenzin. Und was machen wir? Wir kippen da LKW-Diesel rein. Und dann wundern wir uns, wenn dieser Körper hier an der nächsten Ecke schlapp macht oder womöglich gar nicht mehr fährt. Und deswegen ist es so wichtig, alle Informationen entweder über den Mund
über die Augen, über die Ohren und so alles das, was wir zu uns nehmen, wirklich mal vorher zu filtern. Ist das auch wirklich zuträglich für mich? Ist das meins? Und du bist halt einfach, sag ich mal, da die Expertin, was einfach die Ernährung angeht, ne? Weil ich finde es toll, du ziehst Sprossen, du ziehst dein eigenes Gerstengras oder auch Weizengras, wie man auch im Hintergrund sieht. Und unsere Geschmacksnerven sind so verdorben durch diese sogenannte Ernährung, die wir eigentlich führen, dass wir das gar nicht mehr richtig schmecken können, beziehungsweise das widerlich schmeckt eventuell. Ne, es sind ja auch so viel Bitterstoffe rausgezüchtet worden und unsere Leber braucht die. Unsere Leber ist das wichtigste Entgiftungsorgan und das ist das Organ, was heutzutage am wenigsten funktioniert. Denn der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Und jetzt frage ich dich da draußen, wie wach oder wie müde bist du? Weil ich höre das von allen Leuten sagen, oh, ich bin so erschöpft. Boah, ich muss so viel schlafen. Ich habe gar keine Energie mehr. Genau darum geht es einfach. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir für euch eventuell haben. Auch dieses Thema Entlastung, weil es ist ja alles Stoffwechsel. Stoffwechselentlastung. Was kann man denn tun, um unseren Stoffwechsel zu entlasten und unseren Körper zu entlasten von diesen ganzen Schadstoffen, mit denen wir täglich, wie du schon gesagt hast, über die, ich sage jetzt mal, Haut, Parabene zum Beispiel ist ein Stichwort, oder aber auch Zähneputzen mit Fluorid. Na, da wird die Zirbeldrüse so richtig schön vernebelt. Die Zirbeldrüse brauchen wir. Ich merke gerade, wie meine britzelt ohne Ende. Keine Ahnung, da kommt gerade was. Na, also die Zirbeldrüse ist einfach die Verbindung zu unserer höheren Quelle. Und das ist die Verbindung zu unserer Intuition. Und wenn wir mal überlegen, womit diese Zirbeldrüse vernebelt wird, zum Beispiel mit Fluorid, mit all dem, was in dem Wasser drin ist, Aluminium, Schwermetalle, ne? Oder aber auch über die Luft. Da gibt es ja auch so die ein oder anderen Streifen, die ganz lange am Himmel sind und sich nicht auflösen. Oder eben auch Abgase, ne? Blei. Also wenn man sich das mal überlegt, wie viel Stoffe, mit wie viel Stoffen wir eigentlich konfrontiert werden tagtäglich, die uns komplett aus unserer Mitte bringen. Wie gehst du damit um? Ich wollte noch mal ganz kurz noch bitte zu dem Auto zurück, weil ich das so genial finde. Das könnt, damit die Menschen das vielleicht draußen besser verstehen. Wenn wir Auto fahren, auf einmal blinkt ein Lämpchen, wir kleben ja auch kein Pflaster drüber, sondern Nee. gucken, was ist denn die Ursache? Wieso blinkt das jetzt hier? Und genauso sollte man mit dem Körper umgehen. Wenn wir Neurodermitis haben, etwas, was sichtbar ist, oder Depression oder Kopfschmerzen, wenn irgendwas sich auf körperlicher, geistiger oder emotionaler Ebene zeigt, dann sollten wir auch die Ursache ergründen. Warum ist das so? Und nicht einfach dagegen eine Pille nehmen, eine Salbe, ne? Viel, aber ja, viele sind noch nicht im Bewusstsein, die wollen, dass etwas schnell weggeht. Sie wollen sich mit den Dingen noch nicht so auseinandersetzen. Und deswegen wollen wir da auch wirklich Impulse geben, dass es wichtig ist, um wieder wirklich so zu funktionieren, wie es die Natur angelegt hat, müssen wir uns mit uns selbst beschäftigen. Müssen wir auch Darf ich mal fragen, ganz kurz was ja. zu sagen? Sorry, weil das habe ich nämlich gerade noch mal wieder, das ist so wichtig. Wir sind so oft im Stress. Der Stresspegel ist total hoch. Und jetzt braucht unser Körper die Ruhephase. Und in dieser Ruhephase, wisst ihr, was da passiert? Das ist das, wo wir, das ist eigentlich unsere Heilphase oder Heilkrise. Und in dieser Zeit macht der Körper dann zum Beispiel Depressionen, Neurodermitis, Erkältung, ne? Weil er befindet sich in der Ruhephase, in der Heilphase. Und was machen wir? Wir nehmen irgendein Antimittel, ne?
Antidepressiva, was weiß ich, Cholesterin runtersetzen und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen braucht der Körper jetzt unsere Aufmerksamkeit, dass wir uns zurücknehmen, diese und wieder, wie du gerade gesagt hast, zu schauen, was ist denn das, was ich jetzt gerade brauche, und nicht irgendein Pflaster drüber zu kleben, weil wie viel Pflaster willst du denn da in deinem Auto kleben haben? Ich meine, irgendwann ist da keine Lampe mehr, die leuchtet. Ne? Und genau darauf mal zurückgehen, diese Krankheit, ne? Das heißt immer, ja, ich bin krank, ich habe XYZ. Nee, du befindest dich gerade in der Heilkrise. Und das ist natürlich ganz anders als das, was die Schulmedizin oder aber auch Naturheilkunde uns so erzählt. Nochmal zu deiner Frage. Also, ich habe mich ja schon ganz lange mit Ernährung beschäftigt. Erst waren so diätisch, ne? So ethische Aspekte. Mit 16 kein Fleisch mehr gegessen, ein paar Jahre später vegan, dann die Rohkost entdeckt und dann habe ich gemerkt, oh, mit Rohkost, das mache ich ja wirklich für mich. Also, das ist ja nur mein persönlicher Weg, aber da habe ich gemerkt, da passiert so viel hier oben. Also, ich bin ja auch eher so feinfühlig oder so. Mit Antennen und ich habe das immer mich gedeckelt oder ich habe immer geguckt, geht es allen um mich herum gut? Ich habe mich immer selber gedeckelt, mich immer selbst zurückgenommen. Ne? Mit der Rohkosternährung habe ich endlich gemerkt, wow, ich bin präsenter so. Ich hatte auch mehr so diese Angebundenheit gespürt und das Erden, das erste Mal. Ne? Es gibt aber genügend Menschen, die sind auch angebunden und geerdet, ohne Rohkost zu machen. Das ist ja nur mein persönlicher Weg. Also da habe ich gemerkt, wow, die Ernährung, die beeinflusst mich, ob das jetzt Gluten ist, Industriekost, ne? Und mit Rohkost, mit dieser frischen Kost, auch mit vielen Vitalstoffen, habe ich dann endlich mal mich selber richtig gespürt. Und das war für mich eine sehr interessante Reise, mal eine Weile Rohkost zu machen, dann wieder normal zu essen, immer diesen Wechsel zu haben. Und habe mich dann wirklich vor 2012 für eine Rohkosternährung entschieden erstmal. Und da habe ich schon gemerkt, da passiert ganz viel, auch mit Fasten und Darmkuren. Also da ist schon ganz viel möglich, weil man ja über eine Ernährungsumstellung und fastet ja ein Stück weit auch entgiftet. Ne? Auch verschiedene Entgiftungsmittel ausprobiert. Und es ist ja auch so, nicht nur die Schadstoffe belasten uns, unsere Entgiftungsorgane, den Darm, den Leber, die Niere, die Haut, sondern auch eine ungünstige Ernährungsweise über Jahrzehnte. Ne? Kann ja auch unsere Entgiftungsorgane schwächen und da kommt die mit diesen ganzen Belastungen im Außen gar nicht mehr so klar. Also da akkumulieren sich dann auch diese ganzen Belastungen und da kommt der Körper irgendwann außer Balance. Ich sage ja, wenn jemand Neurodermitis bekommt oder irgendeine Erscheinung, die anzeigt, da ist der Körper nicht in Balance, das ist ja gut, da kann man ja drauf reagieren. Es gibt Leute, die sagen, ach, mir geht's gut, die essen alles, die kümmern sich nie um sich und dann mit 16. Mit 60 oder irgendwann in den 60 werden sie auf einmal schwer krank und das war's dann. Und dann segnen sie das Zeitliche, ne? Ich finde es ja eigentlich immer von Vorteil eher, wenn der Körper anzeigt, ich bin nicht in der Balance. Da ist irgendwas nicht im Reinen, ne? Dass man darauf reagieren kann und schauen kann, wie kann ich das jetzt beheben. Also wirklich die Ursache, ne? Wirklich im Inneren gucken. Und oftmals ist es eben die Ernährung, die man optimieren könnte und eben eine effektive Entgiftung. Und ich kann sagen, als jemand, die wirklich sehr viel mit der Ernährung experimentiert hat, auch verschiedene Entgiftungsmethoden, dass das, was wir jetzt seit, also ich nutze es jetzt seit 2 Jahren, das macht noch mal was, weil viele schreiben mich dann an und sagen, naja, ich bin eigentlich mit der Ernährung schon, ich entgifte schon und habe die Ernährung optimiert, ich faste regelmäßig und nehme Zeolit und Chlorella und dann sage ich aber, das kann man noch mal toppen, da geht noch mehr. Also auf körperlicher Ebene gab es bei mir ja nicht so viel, wo ich sage, oh, ich habe jetzt hier Neurodermitis oder ich habe jetzt die Baustelle, da müsste ich jetzt noch arbeiten, aber auf geistig-emotionaler Ebene. Ne? Es ist ja wichtig heutzutage wirklich auf ganzheitlich. Wir sind, weißt du, also wir sind ja nicht nur Körper, wir sind ja auch Geist und Seele. Und da ist so viel mehr möglich. Also das hat mich selber sehr, sehr überrascht, was bei mir noch passiert ist, weil man eben auch Emotionen entgiften kann. Ja, gewisse traumatische Erfahrungen in seinem eigenen Leben sogar, was man von Eltern mitbekommen hat. Man bekommt ja, es wird ja, das wissen viele nicht, dass traumatische Erfahrungen, emotionale Belastung werden weitervererbt. Wer weiß, was wir schon, wenn man sich auch mal so vergegenwärtigt, wir wohnen ja in einem Gebiet, was so in den letzten 100 Jahren ganz schön gebeutelt war, wo sehr viel Traumatisierung stattgefunden hat. Und das wurde noch nie aufgearbeitet. Das wird ja noch gar nicht zugelassen, mal wirklich mal so reinzuschauen. Was ist denn da damals wirklich gewesen? Ne? Also, ich habe letztens ein Video auch gesehen von Gerald Hüther, wo er sagt, wir haben so verlernt, in der Liebe zu sein. Es herrscht ganz viel Lieblosigkeit. Das war alles richtig, was er gesagt hat. Aber ich sage dann auch immer, wir müssen aber auch die Ursache anschauen. Warum ist das so? Über Generationen. Wir müssen das wieder in Heilung bringen. Wir müssen darüber wirklich
meinungsoffen, ergebnisoffen, ohne einen engen Meinungskorridor müssen wir auch über die Vergangenheit reden dürfen, um das wirklich in Heilung zu Genau. bringen. Und das, die Erkenntnis hatte ich auch so in den letzten ein, zwei Jahren dadurch. Das ist ganz stark aus mir rausgebrochen, auch da mehr zurückzuschauen, ne, und mehr zu schauen, was umgibt uns. Das gehört alles zusammen im Kleinen, also unseren Weg, also auch im Außen so, ne? Und kann ich schon sagen, dass diese Art der Entgiftung, die wir jetzt selbst praktizieren und auch Menschen begleiten, dass das nochmal ganz, ganz viel bewirkt. So. Also da war ich wirklich sehr, sehr überrascht. Auch eben, dass es nochmal die Anbindung, die Erdung verstärkt. Also mir geht's so. Und du hast ja auch von deiner Zirbeldrüse. Das geht ja auch recht schnell an die Zirbeldrüse. Da sagen die Menschen auch, oh, ich merke das im Kopf oder oh, ich träume auf einmal so intensiv. Oder dass mir Menschen schreiben, ich habe ja eigentlich auch gar keine körperlichen Beschwerden und ich habe das einfach jetzt mal testen wollen, was mich interessiert. So die Erfahrungsberichte und was du so dazu erzählst. Hatte ich auch kürzlich einen Erfahrungsbericht, dass eine sagt, ich habe auf einmal viel mehr innere Klarheit und Fokus. Mhm. Viel mehr bei mir und in der Ruhe. Und das ist das, was wir in der heutigen Zeit brauchen. Viel mehr bei sich ankommen, viel mehr so Anbindung, Erdung, dass man dieses Geschrei im Außen, was da gemacht wird, dieses Getrommel, dass man sich davon nicht beirren lässt und dass man wieder in die Anbindung und die Intuition geht. Ich finde, man kann recht schnell dann aussortieren, was ist wahrhaftig und wo binde ich mich an. Ne? Genau. Und das, ja. Ja, gerne auch mal deine Erfahrungen, liebe Christiane. Ja, bei mir war es ja so, ich bin ja unter anderem auch Klinger-Therapeutin. Das heißt also, das Thema Entgiftung ist natürlich ständig mit Clean Optilolid, Zeolit, mit Chlorella, Spirulina, Trinkmoor, Koriander, Bärlauch und hast du nicht gesehen. So, und dieser Prozess ist ja sehr, sehr lang und sehr herausfordernd auch für Patient, Klient und auch Therapeut. Immer wieder zu motivieren, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Und es ist schon auch gerade, das hattest du eingangs auch gesagt, dass so viele Kinder ja mit ADHS und mit Autismus und so weiter auf die Welt kommen. Und das hat Klinghardt auch gesagt, weil die Mütter und auch da wieder Epigenetik, ne, nicht nur mit den Traumata, sondern auch mit den ganzen Giften, ne, ja, so belastet sind. Das heißt, unser Feld ist total belastet. Das müssten wir erstmal neu bestellen, wenn wir dort neu sehen und ernten wollen, also sprich Kinder gebären wollen. Also jede Frau sollte, bevor sie ein Kind in die Welt setzen möchte, eigentlich erstmal die ganzen Belastungen loswerden, ne? Also den Stoffwechsel entlasten. Und genau darum geht's. Und das war dann bei den Kindern auch schwierig, wenn ich dann ausgetestet habe, was weiß ich, die sollten 15 Chlorella am Tag nehmen. Oh, das ist schwierig. Dann sollten sie noch Clean Optilolid trinken. Das ist Sand. Das ist so schwierig für die Kinder gewesen. Und auch dann habe ich festgestellt, dass es oft wirklich nur die Entlastung auf der körperlichen Ebene war. Aber es hat diese Entlastung auf seelisch-geistiger Ebene. Das hat irgendwie gefehlt. Und dann ist es ja so gewesen, dass ich im Februar 2022 hatte ich dann selber, wollte ich meinen Lichtkörperprozess machen, ne? Und hatte dann gesagt, naja, okay, jetzt fehlt mir irgendwie ein geeignetes Mittel dazu. Und meine Guides, die lenken mich dann immer. Und ich kriegte dann den Impuls, du brauchst eine Ausleitungsunterstützungslösung. Dann habe ich mir gedacht, ja toll, was soll das denn sein? Und wie soll es sein? Es hat mich eine Freundin angerufen, hat gesagt, Mensch, hier so und so, ich mache da gerade eine Entgiftung. Und dann habe ich gesagt, aha, spannend, womit denn? Und dann hat sie halt diese Ausleitungsunterstützungslösung genannt. Und dann habe ich gesagt, ist ja spannend und habe mich damit beschäftigt. Und ich teste immer, ich muss das immer testen, ich muss es wirklich am Körper haben. Und ich habe gleich gespürt, wow, und ich merke auch jetzt, wie meine Zirbeldrüse wieder britzelt. Und ich habe sofort gemerkt, wow, das ist anders, das ist einfach anders. Und ich gehe dann immer erstmal meinen Weg. Ich bin dann so ein kleiner Homöopath, also sprich Hahnemann, der dann erstmal an sich selbst ausprobiert. Und habe dann, und ich kenne alle möglichen Entgiftungsmittel, die es gibt. Also ich weiß, wie die im Körper reagieren.
Und dann bin ich ganz, ganz vorsichtig mit diesen Ausladungstropfen losgelegt. Und dann habe ich echt gespürt, wow, ich bin total fokussiert geworden. Ich habe noch mal mehr die Anbindung gespürt. Ich wurde noch sensitiver. Ich habe auf einmal gespürt, was tut mir, was noch mal wieder, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ne, auch nicht nur in der Ernährung, sondern auch, welche Menschen tun mir gut, welche Informationen tun mir gut, welche Bücher, welche Musik, was auch immer. Ne? Ich bin dadurch sehr viel fokussierter geworden und wirklich diese Zirbeldrüse, diese Verbindung Zirbeldrüse ist so klar und so rein geworden, dass ich einfach so gedacht habe, ja, okay. Und das ist natürlich so, das sind nur Tropfen. Vorher habe ich, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 verschiedene Produkte, Einzelprodukte geben müssen, um eben diese Entlastung des Stoffwechsels zu begleiten. Und jetzt arbeite ich nur mit Tropfen. Das ist so viel einfacher für jeden Einzelnen und gerade auch für die Kinder. Und auch da wirklich wieder zu gucken, so wie viel braucht jemand? Braucht er das einmal am Tag, zweimal, dreimal, viermal? Wie viele Tropfen? 1, 2, 3, 4. Na, braucht er das in Wasser oder nicht? Also das ist so viel einfacher geworden. Und vor allen Dingen, ich sehe einfach, dass gerade auch, ich habe natürlich auch autistische Klienten und ich habe ein Interview gemacht mit Elias, das findet man auf meinem Kanal. Und Elias hat gesagt, durch diese Begleitung dieser Ausleitungstropfen hat er das Gefühl gehabt, dass sein Gehirn endlich befreit ist. Er ist befreit, er ist raus aus dem Gefängnis. Und ich habe so eine Gänsehaut bekommen. Ich musste mich während dieses Interviews so zusammenreißen, nicht zu weinen. Wenn du das siehst, und da hast du ja auch, glaube ich, den einen oder anderen Fall, und wir sehen es ja in unserer Community, dass wir viele Menschen haben, ob das jetzt ADHS, Autismus, Asperger, Demenz, Parkinson, was weiß ich. Und das sind jetzt nur die oder eben auch Angst-Panikattacken. Warum haben wir denn Angst-Panikattacken? Weil einfach unser gesamtes System komplett überlastet ist. Und da können wir auf vielen Ebenen etwas tun für uns. Und ich weiß, wie das ist, wie Angst-Panikattacken. Manch einer kann sich das gar nicht vorstellen von mir, aber ich hatte 2011 auch Angst-Panikattacken, Depressionen. Und ich sage immer, mein Rumpelstilzchen hier oben hat da die Kontrolle übernommen und hat mich wirklich ferngesteuert, hat mir Dinge eingeredet, die überhaupt im Grunde genommen gar nicht da waren, mir so viel Angst gemacht, weil ich war immer im Morgen. Ich war nie im Jetzt. Zu dem Zeitpunkt gab es das Mittel leider noch nicht, aber mir war klar, ich muss jetzt was machen. Ich muss jetzt für mich gucken, was passt noch, was passt nicht mehr. Und habe dann für mich den Weg gefunden, aus dieser gesamten Angstspirale rauszukommen, aus diesem, ja, diesem Gefängnis, diesem Angstgefängnis, diesem Panikgefängnis, ne? Und ich kann mit so vielen Menschen mitempfinden, die auch gerade in der heutigen Zeit mit dem Thema belastet sind, weil wir ja ständig, es wird uns ja ständig immer nur irgendwelche Horrorszenarien präsentiert. Und liebe Christiane, wir haben jetzt für unsere interne Community kürzlich auch ein bisschen spezielles Video gemacht, weil du jetzt von Panikattacken sprichst. Was war zum Beispiel? Das ist ja für viele auch noch so ein bisschen so ein, ach, lieber nicht, ne? Wir damit gar nicht so viel wissen. Was war denn so ein Werkzeug, was du genutzt hast, um deine Panikattacken zu bewältigen? Eines der Werkzeuge. Nur mal so am Rande jetzt. Also was zum Beispiel, ich habe für mich erstmal meinen Darm aufgeräumt. Ne? So, das heißt, ich habe eine Darmkur gemacht, eine Parasitenkur gemacht, ne? Weil Parasiten geben Stoffwechselendprodukte aus und diese Parasiten können uns total fernsteuern, können uns Dinge einreden, die überhaupt gar nicht da sind. Und
Im Darm ist es so zum Beispiel, dass 80% des Serotonins im Darm gebildet wird. Und wenn ihr Angst, Panikattacken, Depressionen habt, was bekommt ihr? Antidepressiva, ein Mittel dagegen. Und dieses Antidepressiva sind Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Heißt also, euer Körper produziert zu wenig Serotonin und das wenige Serotonin, ne, soll nicht nochmal wieder aufgenommen werden und darum kriegt ihr diese Antidepressiva. Und ich habe damals dem Professor gesagt, ist ja totaler Quatsch. Ich sage, dann kann ich doch lieber den Körper unterstützen, dass der wieder genug Serotonin produziert. Und wisst ihr, was der zu mir gesagt hat? Das geht nicht, gibt es nicht. Und ich so, geht nicht, gibt es nicht. Und dann habe ich gesagt, Moment, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Jetzt gucke ich mir erstmal an, was ist denn Serotonin? Wie wird es gebildet? Und dann bin ich eben darauf gekommen, aha, wird zu 80% im Darm gebildet. Also vielleicht sollte ich mal da anfangen und einfach mal meinen Darm wieder auf Vordermann bringen. Und wenn dieser, hat mir gesagt, hatte ich da so schön gesagt, Professor Dr. Jurek, ganz toll, hat damals gesagt, man könnte den Menschen den Weg in die Nervenheilanstalt ersparen, wenn man ihn nur mal den Darm regulieren und reinigen würde. Und das war Anfang 1900. Da wusste der das schon. Und es ist halt einfach so, da wird heute nicht mehr drüber nachgedacht. Also das war zum Beispiel ein Mittel, was ich gemacht habe. Und dann war eben auch ganz, ganz viel Atemtechnik. Atemtechnik. Ich habe mir natürlich auch noch eine Psychologin gesucht, die eben auch wirklich ganzheitlich, über den Tellerrand drüber geblickt hat. Und auch da wieder Epigenetik. Wir kriegen ganz, ganz, und in meiner Familie sind ganz viele Ängste. Die Ängste meiner Mutter, das kam dann raus, dass sie in der Schwangerschaft ganz starke Ängste hatte, die Ängste meiner Oma und so weiter und so fort. Und das habe ich alles aufgearbeitet. So, damals gab es eben diese Tropfen noch nicht. Aber okay, ich brauche ja auch meinen Weg dahin. Ich sage immer, alles kommt zu dir zur rechten Zeit, am rechten Ort. Und so habe ich für mich einfach den Weg da rausgefunden. Und es ist ja so, der Darm ist ja einfach ganz oft bei ganz, ganz vielen Disbalancen im Körper. Ob das jetzt die Hautprobleme ist, ob das, ich sage jetzt mal, Immunprozesse sind, auch diese ganzen, ich sage mal, Autoimmunerkrankungen, da ist überall der Darm logischerweise mit vergesellschaftet. Und zur Darmreinigung, was du angesprochen hast, was man eigentlich auch immer machen kann, ob man die Ernährung umstellt, entgiftet, ist natürlich ein Einlauf. Ja, Und das also. ist eigentlich auch ein wichtiges Werkzeug. Da zögern manche immer und sagen, oh nee, geh mir weg damit. Aber es ist wirklich wichtig. Da hatten wir eben auch einen Zoom-Austausch für unsere interne Community zu machen, um einfach auch den Menschen ein bisschen die Angst zu nehmen. Man spült ja auch nicht den ganzen Darm, weil viele dann auch immer sagen, oh, wegen hier müssen wir dann irgendwie noch den Darm versorgen, wir spülen ja alles raus, aber das ist ja immer nur ein kleiner Darm. So. Und wir leben halt heute auch nicht mehr, ich sage immer, wir leben ja heute auch nicht mehr in natürlichen Zeiten, ne? In einem natürlichen Umfeld. Und sage ich mal, herausfordernde Zeiten, die benötigen auch besondere Mittel. Ob das jetzt wirklich ist, mal regelmäßigen Einlauf zu machen, gerade wenn man Kopfschmerzen hat oder man merkt irgendwo oder man hat Angst, Panikattacken, da kann wirklich ein Einlauf helfen, unterstützen oder mehrere hintereinander. Oder weil viele auch immer sagen, oh, was redet ihr immer so von Entgiftung? Wir haben doch Entgiftungsorgane, wie ich auch schon am Anfang des Videos gesagt habe, durch eine ungünstige Ernährung, durch die Schadstoffe können eben unsere Entgiftungsorgane geschwächt werden, überfordert sein und kommen dann nicht mehr mit ihrer Arbeit hinterher. Und wenn wir nicht mehr in einer Umwelt leben, die uns dienlich ist, wenn wir mit Schadstoffen immer mehr belastet werden, da bedarf es eben auch besondere Methoden, besondere Mittel, die uns da wirklich effektiv und wirklich auch in der Tiefe und ganzheitlich unterstützen. Das ist meine Erkenntnis. Und du hast ja auch gemerkt, wie du, als du davon gehört hast, sofort resoniert hast. Bei mir auch. Ich habe eine Freundin, die ich auch schon länger kenne, die hat mir erzählt, was von Kopf bis Fuß bei ihr passiert ist und gesagt, bestell ich. Ich habe ihr vertraut. Das hat sofort mit mir resoniert. Und ich habe es auch sofort meinen Söhnen gegeben. Die waren, oh Gott, 12 und 16. Sofort gesagt, ich habe hier so ein Entgiftungsmittel. Nehmen wir. Und also gerade du weißt ja,
Von meinem ältesten Sohn hast du ihn auch schon kennengelernt, wo wir uns kürzlich getroffen haben. Also du kennst ihn ja nicht, wie es vorher war, aber unsere Familie und auch Freunde, die ihn schon lange begleiten und kennen, sagen, was ist mit dem Simon passiert? Also er hat ja auch die Diagnose ADS. Ich habe das ja auch immer ein bisschen auf meinem Blog dokumentiert oder auch Videos dazu gemacht. Ernährungsumstellung, mehr Rohkost, glutenfrei, zuckerfrei. Wir haben auch eine Vitaltherapie bei einem Heilpraktiker gemacht. Ne? Ich habe versucht, ihn Chlorella-Presslinge, Spiruline, also die Vitalstoffe erhöht. Wir haben Verschiedenes gemacht. Es wurde auch besser. Ne? Verschiedene Methoden habe ich geguckt, wie kann ich meinen Simon ganzheitlich und bedürfnisorientiert unterstützen. So. Und dann kam die Goldtröpfchen, wie du sagst. Ja, meine Goldrübsches. Und dann ist aber gut, er war damals 16 und ich muss sagen, ich habe ja schon immer auf Ernährung geachtet. Ne? Das ist sehr pflanzenorientiert, sehr frisch. Obwohl ich war nie dogmatisch, so gab es nie 100% nur das. Ne? Ich habe da meine Kinder auch, gab es schon durch auch andere Familienmitglieder, dem Papa gewisse Freiräume, was ich ihm heute auch ganz gut finde, dass sie ihre Erfahrungen machen konnten. Gewisse medikamentöse Behandlungen, sage ich mal so, habe ich verwehrt, aber auch mal geschaut, wenn sie dann doch mal krank waren, wie behandeln wir das auch viel homöopathisch oder nur pflanzlich? Also ich sage mal so, ich habe ja auch schon, sage ich mal, bevor ich schwanger wurde mit ihm, Ernährungsumstellung, Fasten, habe schon in einer gewissen Art und Weise entgiftet. Und eigentlich ist es heute auch empfehlenswert, wenn Eltern schwanger oder ein Paar schwanger werden will, eine Frau, dass beide Partner wirklich entgiften, um einfach auch dem Kind den besten Start wie möglich zu geben. Erstmal, dass der Körper gestärkt ist von der Frau und dass eben, es ist leider so, das hat der Dr. Dietrich Klingert ja auch gesagt, ein Teil der Giftstoffe gehen an das, vor allem an das Erstgeborene, an das erste Kind. Und früher hat die Schulmedizin gesagt, na, durch die Plazenta ist das Kind geschützt. Das war nicht wahr. Es ist nicht wahr. Und deswegen einfach sensibilisieren dafür, dass man einfach darauf achtet. So. Und ja, also wir haben eben Verschiedenes gemacht. Ich habe ja vorher auch schon ein Stück weit entgiftet, aber er ist halt nun der Erstgeborene auf alle Fälle. Ich hatte ja auch Amalgam davor im Mund, habe ich ja danach rausnehmen lassen. Also ich hatte eine gewisse Belastung und die hat er abbekommen. So, definitiv. Ich habe dann Verschiedenes gemacht und es hat sich auch schon einiges gebessert, hat in der Grundschule auch immer eine Rückmeldung, war im engen Austausch mit der Lehrerin. Da gab es eben auch Herausforderungen. Da hat er irgendwann die Diagnose ADS bekommen, weil er da, die haben schon gemerkt, irgendwie tickt Simon anders. Ne? Die hatten Angst, dass er irgendwo hinten runterfällt, haben mich angesprochen. Da waren wir bei der Schulpsychologin, bei einer Psychiaterin später. Der hatte eine Wahrnehmungsstörung, was der alles für Störungen hatte. Und ich dachte, mein armes Kind, ne? So ähnlich wie bei dir. Also da ist mir nochmal, du hattest mir das ja auch erzählt mit deiner Tochter. Das waren da so gewisse Parallelen. So, ne? Und was soll ich sagen? Also diese Art der Entgiftung, die ja auch schnell, also man macht auch schon die Erfahrung, je jünger jemand ist, umso schneller kann eine Wandlung sich vollziehen. Und auch wenn ich auf die Ernährung geachtet habe, auf gewisse medikamentöse Behandlung, es hat trotzdem 3 bis 4 Monate gedauert. Und dann hat sich der Schalter im Kopf umgelegt. Wirklich sichtbar, kommunikativer, fröhlicher, fokussierter, konzentrierter. Er war vorher mehr in sich so gekehrt, so, ne? Ich weiß noch, ich hatte auch manchmal Videos gemacht, ich habe ja meine Söhne nie gezeigt, aber über die Ernährung, das war einfach wie so ein Podcast, das wir so aufgenommen haben. Und ich weiß, dass mein Jüngster, da war immer so eine Plappertasche, immer so erzählt. Und mein Simon war ein bisschen zurückhaltend, auch schüchtern. Und dann haben auch ein, zwei Leute mal drunter geschrieben, ist dein Sohn irgendwie eingeschränkt oder so behindert? Und da habe ich gesagt, ey, wie kommen die denn da drauf, ne? Also, das war schon so ein, oder manche haben auch gefragt, hat er so ein bisschen autistische Züge, so ganz leicht, die ihn auch persönlich kennen? Und ich denke mal nicht. Also diagnostiziert wurde es nicht, oder Asperger oder irgendwas, so ganz leicht. Aber es ist egal, das sind ja auch nur Diagnosen, das sind ja auch nur Symptome, ne? Wenn der Körper nicht in der Balance ist. Also, jedenfalls würde heute keiner auf die Idee kommen, dass mein Simon irgendwie behindert wäre oder Asperger, Autismus. Absolut nicht. Der Also, ist das habe klar. ich mir auch Wir sind ja kennengelernt. kennengelernt. Im Leben nicht. So ein offener Mensch. Und du hast mir auch erzählt, er hat jetzt ja auch seine Berufung gefunden. Und das ist es ja auch. Ganz, ganz viele, die wissen ja gar nicht, warum bin ich überhaupt hier? Was ist eigentlich das, was mich glücklich macht? Ja, also er ist viel mehr im Strahlen. Ich habe ihn auch mal gefragt, darf ich das sagen? Hast du durch diese Art der Entgiftung erkannt, wer du wirklich bist, was wirklich in dir steckt? Man hat auch das Gefühl, man mag davon halten, was man will, ob er sich wieder an etwas erinnert, an Berufung, an Fähigkeiten. Ich glaube ja schon an Reinkarnation. So, ne? Klar. Und ich habe so das Gefühl, er erinnert sich wieder an etwas, was er schon mal getan hat. Und das Interessante finde ich ja auch total. Ich habe mich zum Beispiel schon immer,
Als Kind schon habe ich gern alte Fotos und Videos geschaut. Da ist mein Herz aufgegangen. Ich habe so manchmal schon auch als Kind, junge Frau, ich bin in der falschen Zeit. Ich war dann auch echt oft nicht im Hier und Jetzt. Ich habe immer einer Zeit nachgetrauert. Ich konnte es aber nicht verstehen, weil damals habe ich mir sowas wie Reinkarnation gar nicht vorstellen können. Da war man ja auch so gedeckelt. Da war ich ja so gedeckelt. Das kam erst mit Rohkosternährung und der Entgiftung und Ernährungsumstellung kam das schon mehr. Und jetzt ist es natürlich sehr präsent. Und ich weiß noch, durch meine Kinder kam dann dieses mehr im Hier und Jetzt sein. Die haben mich dann ins Hier und Jetzt geholt, was wirklich sehr wichtig für mich war. Und trotzdem hatte ich immer noch dieses, oh, mein Herz geht auf. Ich sehe so um 1900, ich sehe, oder 1910, 1900, ich sehe Sachen, denke, oh, ich kenne das. So. Und dadurch bin ich ja dann auch zu Anod Eret. Vielleicht habe ich ja damals schon, Anod Eret hat ja in dieser Zeit gewirkt mit der Schleimvernarkose. Vielleicht habe ich ja damals schon damit resoniert und das irgendwie gelebt und habe jetzt das Gefühl, in der heutigen Zeit, ne, er hat ja damals schon, also damals ging es ja auch schon, da gab es ja auch schon Bleibelastung, medikamentöse Behandlungen, genau durch die Ernährung gab es ja auch schon Belastung, ne? Der hat ja damals die Menschen auch entgiftet, aber dass die Belastung, die es heute gibt, die gab es ja vor 100 Jahren so noch gar nicht. Deswegen muss man sein System ein bisschen modifizieren, dass das heute wirklich auch umsetzbar ist, eben mit einer guten Entgiftung auch. Also da muss man noch viel mehr machen und ich sehe es ein bisschen so als meine Berufung, das in die heutige Zeit zu transformieren. Was ich aber auch noch erzählen wollte, das Interessante bei meinem Sohn, seitdem der eben diese Wandlung, diese Transformation durchgemacht hat, fühlt er sich auch zu dieser Zeit, der erkennt da irgendwas. Also der kleidet sich ja auch ein bisschen anders, der beschäftigt sich sehr so mit traditioneller Mode, auch mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Werten. Also da denke ich, irgendwo erinnert er sich auch. Also als ob er damals, vielleicht kannten wir uns auch, es ist, ne, vielleicht wird man wieder zusammengeführt und bearbeitet so seine Themen. Ich finde das total spannend, ne? Dass er das jetzt so ähnlich fühlt, obwohl ich, seitdem er aufgewachsen ist, bin ich ja dann wieder im Hier und Jetzt. Ich habe das gar nicht zelebriert oder immer groß erzählt. Und ich denke, krass, du hörst die gleichen Sachen wie ich in deinem Alter. Du beschäftigst dich mit gewissen Dingen oder resonierst mit gewissen Dingen, wie ge ich genau in deinem Alter, obwohl ich das jetzt in der aktuellen Zeit nie transportiert habe. Denke ich, wieso bist du da so ähnlich? Und das finde ich so irgendwie schon interessant. Aber erst seit dieser Transformation, als ob er sich wieder an Dinge erinnert, sich berufen fühlt, jetzt weiß, wo sein Weg hingeht. Und das war vorher gar nicht so. Null. Also er hing wirklich wie so ein Luftballon, wurde er dann so rumgewirbelt, so im Winde des Lebens, sag ich mal so. Wusste gar nicht, wohin, wer ist er. Und das ist so schön, wenn man gerade bei einer eigenen Familie oder in seinem Kreis so eine Transformation sieht, auch mit Menschen, mit denen wir arbeiten, die das einem dann spiegeln, was da möglich ist. Und es ist einfach so schön zu sehen, ne? Ja, also mit dem Thema Reinkarnation, also rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Also ich kann euch nur sagen, wenn wir jetzt da mal in das Thema gehen, also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich bin hier auf dem falschen Planeten gelandet. Schon ganz früh. Ich habe am Wochenende eine neue Fortbildung, wo es eben auch um das Thema ging. Ich kann mich zurückerinnern, da war ich ungefähr 3, da war ich in meinem Schlafzimmer, in meinem Zimmer und ich weiß noch, das war im Sommer und ich habe gedacht, ich bin hier verkehrt. Das sind nicht meine Eltern. Ich gehöre hier nicht her. Ich habe mich so falsch am Platz gefühlt und ich merke auch gerade wieder, wie, also wenn man das sehen könnte, würde hier wahrscheinlich ein Wahnsinnsfeuerball sein. Und genau das ist das. Also ich erinnere mich an viele Dinge, die nicht aus diesem Leben sind. Es gibt da so, da müssen wir vielleicht mal ein anderes Mal drüber reden. Das ist schon echt ein bisschen spooky, wenn ich das erzähle. Vielleicht, ja gut, ich soll es erzählen. Ich habe eine Reiki-Einweihung gehabt und in dieser Reiki-Einweihung habe ich gesehen, wie ich im Tempel von Kleopatra gewesen bin. Und da gab es so ein Quader, so ein Stein, wo meine Hände drin waren. Und ich konnte die da reinigen, es waren genau meine Hände.
Das war bei meiner Reiki-Einweihung und dann haben wir nach dieser Einweihung haben wir dann Mittag gegessen. 14 Uhr, Nachrichten. Liebe Zuhörer, wir möchten euch darüber informieren. Etwas Sensationelles ist geschehen. Im Hafenbecken von Alexandria ist der Palast von Kleopatra entdeckt worden. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich kriege jetzt noch so eine Gänsehaut. Wow, wo ich so gedacht habe, ey, egal was du genommen hast, nimm weniger, habe ich so gedacht. Ah, und wenn ihr das nur mitkriegen würdet, was, ich habe eine Gänsehaut gerade hier, das zieht sich alles zusammen und auch das nochmal. Wenn ihr Gänsehaut habt, Gänsehaut ist immer ein Zeichen davon, das ist wahrhaftig. Und wir sind alle spirituelle Wesen, die hier eine irdische Erfahrung machen. Deswegen sind wir hier und wir kommen immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis wir das gelernt haben, was wir lernen wollen. Und natürlich erinnern wir uns auch an bestimmte Dinge. Und ich sag mal, je reiner und klarer dein Kanal ist, desto eher und mehr erinnerst du dich natürlich auch an bestimmte Dinge. Und natürlich ist es wichtig, sich nicht nur da oben in den Sphären aufzuhalten, sondern immer gut geerdet zu sein. Und deswegen ist es gut zum Beispiel, dass man barfuß in der Natur läuft, ne? Dass man fastet, dass man Sauna macht, dass man Kaffeeeinläufe macht. Das hat mir zum Beispiel bei meinen ganzen Wahnsinns-Panikattacken, hat mir der Kaffeeeinlauf, hat mich aus dieser Panik rausgebracht. Und dass wir einfach wirklich gut zusehen, also mit der Erde verbunden und dem Himmel, dem Vater geöffnet zu sein, um wirklich als Kanal zu dienen, sodass wir für uns wirklich auf allen Ebenen des Seins unser allerhöchstes Potenzial entwickeln können. Und das können wir nicht, sorry, mit Chips und Cola. Oder was weiß ich, Pizza. Und ich kriege das ganz oft, dass die Leute sagen, wenn ich dann sage, ja, ich habe das da und damit gemacht, und dann werden erstmal alle Inhaltsstoffe, oh ja, aber da ist ja, oh, und da ist dies und da ist das und das, das und das und das, viel zu wenig, viel zu viel, viel zu was weiß ich. Und dann sage ich immer, interessant, ich möchte mit dir gerne mal einkaufen gehen. Nimmst du deine Pizzapackung dann auch so auseinander oder keine Ahnung, na, alles das, was ich meine, ich kann nicht sagen, dass ich die beste Ernährung mache. Ich sehe zu, dass ich so gut wie möglich hinkriege. Du bist für mich diejenige, die sich wirklich, ich sag mal, artgerecht ernährt. Bei mir ist noch Luft nach oben, ne? Ist noch nicht meine Kernkompetenz, wie ich so schön sage. Aber ich bin ja am Lernen. Aber es ist einfach so, all das, was im Grunde genommen eigentlich verpackt ist, das brauchst du eigentlich gar nicht nehmen. Oder wenn du dir mal anguckst, weißt du, wenn Leute, was weiß ich, Cola trinken, das ist Batteriesäure. Damit könnt ihr eure Toilette reinigen, wenn ihr das da rein, den Abfluss, wenn der Abfluss verstopft ist, ne, dann brauchst du nur mal des Nachts, bevor du schlafen gehst, 1 Liter Cola da rein. Dann kannst du das über Nacht wirken lassen und am nächsten Tag spülst du Wasser nach. Da ist der gesamte Abfluss frei. Überlegt euch mal, was macht das in eurem Körper, diese Säure? Und du hattest gesagt, ja, die Entgiftungsorgane sind so wahnsinnig doll belastet und es ist wirklich die Leber. Die Leber und der Darm, das ist das, was bei uns am meisten belastet ist. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass die Verdauung gut funktioniert und dass die Leber gut funktioniert. Und im Grunde genommen darf man dann eben einfach auch immer noch mal gucken, Bitterstoffe zur Nahrung dazu, ne? Ich weiß, es ist jetzt nicht lecker, aber ich darf mich da auch überwinden. Ich meine, gut, ich mach's dann. Du ziehst eben sehr viele, sage ich mal, grüne, ich sag ja immer Kraftfutter. Du ziehst dein eigenes Kraftfutter
Ich bin noch nicht so weit. Ich nehme halt dann eben Kraftfutter in Pulver, getrocknet in Pulver, hochkonzentriert zu mir, weil man muss ja immer gucken, wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie sind. Und nicht jeder kann schon das umsetzen, was ich mache oder was du machst. Aber es gibt ja Hilfsmittel. Und diese Hilfsmittel sind ja dafür da, um dann einfach diesen Weg für sich zu gehen. Ne? Dass man einfach mal einen Impuls setzt. Und wie viele Menschen, wenn du die fragst, sag mal, wie geht's dir denn? Die meisten erzählen, ich habe Schlafstörungen, ich bin total müde und erschöpft, ich bin ständig erkältet. Wenn ich dann mal frage, und wie sieht es denn aus mit der Verdauung? Ach super, also ganz toll. Und wenn ich frage, wie oft denn? Ja, so einmal die Woche. Dreimal am Tag ist bei mir und das ist wenig. Ne? Und dann sagen die manchmal auch nur, ne, einmal am Tag, wo ich auch denke, und wo ich immer denke, überlegt doch mal, wenn ihr nur einmal in der Woche Stuhlgang habt. Also wenn ich nur einmal in der Woche meinen Abfalleimer in der Küche ausleeren würde, ne, der würde mir aber schon entgegenkommen. Ja, also es sollte schon, ja, ich glaube, die meisten haben einfach zu wenig Stuhlgang. Die essen zu viel dafür, ne? Also man muss auch mal schauen, welche Nahrungsmenge, wie oft, wenn jemand nur einmal isst, dann ist es nochmal anders, als wenn jemand 4, 5 Mal am Tag isst, ne? Und dann ist es ja auch alles sehr konzentrierte Nahrung. Und die meisten trinken zu wenig Wasser. Also Cola oder Kaffee oder irgendwelche Energy Drinks sind nicht die Flüssigkeit, die wir brauchen, um auch die Entgiftung zu unterstützen, ja, um unseren Körper zu hydrieren. Und die meisten essen einfach zu wenig Frischkost, ne? Wenn ihr euch mal im Supermarkt umschaut, wie viel gab es davon vor 100 Jahren nicht? Und welche Krankheiten gibt es heute, die es vor 100 Jahren nicht gab? Genau. Das spielt natürlich auch die Schadstoffbelastung mit rein. Das gab es ja damals auch nicht so wie heute, ne? Die ganzen Pestizide, Glyphosat, das gab es ja damals alles gar nicht. Und da muss man einfach mal genau hinschauen, ne? Einfach weg wirklich von der Industriekost. Das ist uns nicht förderlich. Die Lebensmittelindustrie interessiert sich nicht für unsere Gesundheit. So. Wem nützt es, sage ich ja immer. Ja, also Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, die spielen sich ja in die Hände, ne? Also da geht es einfach nur darum, so billig wie möglich aus minderwertigen Rohstoffen irgendwas zu produzieren, was wie Essen aussieht. Und wenn man sich auch mal anschaut, wie geschickt da Werbung gemacht wird oder Marketing auf der Verpackung. Das sieht ja immer leckerer aus, leckerer als das, was da drin ist. Da wird ja auch so gefaked. Da gibt es ja auch so Und wie Videos, es schmeckt. ja, Und wie und es das ist schmeckt, noch mal das schmeckt ja manchmal andere. noch nicht mal. Genau, also es ist oftmals, was vorherrschend ist, ist zu süß, zu salzig, zu würzig. Ne? Bitter, das ist ja so eine Geschmacksrichtung, der früher vorherrschend war. Die Menschen haben fast die meiste Zeit ihres Lebens in allen Regionen nutzen die Heilkräuter, Wildpflanzen in kleinen Mengen. Und die sind immer, haben immer einen bitteren, herben Geschmack. Da unterstützen wir unser ganzes Verdauungssystem, aber auch vor allem Leber und Galle. Und früher war auch Gurke, Blumenkohl ein bisschen bitter. Hat man alles rausgezüchtet. Ne? Und die Menschen, das gab man noch ein Bewusstsein, wirklich ein bisschen Bitterstoffe, vor allem im ländlichen Raum, ein bisschen Bitterstoffe zu integrieren, und heute gibt es das kaum noch. Vielleicht ein Bitterlikör oder sowas, der nach dem Essen getrunken wird. Aber so Ja, richtig. Unterberg hier, ne? Komm doch mit auf den Unterberg. Jetzt können wir uns unseren Unterberg selber machen, ne? Also du machst es schon und wer es halt nicht kann, der nimmt halt einfach getrocknetes, gute Grünfutter. Ja, auf alle. Also entweder, ich nehme ja selbst auch, wenn ich unterwegs bin, auch grünes Pulver mit, und auch manchmal zwischendurch, wenn es schnell gehen muss, habe ich jetzt auch kein Problem damit. Aber bei mir ist auch immer ein gewisser Frischeanteil dabei. Und es geht auch nicht darum, jetzt für mich ja 100% irgendwas zu machen. 100% vegan, 100% Rohkost, 100% grün. Darum geht es auch gar nicht. Ich maße mir auch gar nicht an, zu sagen, ihr müsst alle nur pflanzlich leben. Das ist die richtige Ernährung für Menschen. Selbst, obwohl ich schon so lange pflanzlich lebe und auch aus ethischen Gründen, würde ich mir das nicht anmaßen, dazu dogmatisch zu sein. Ich sage mir immer, wenn wir nicht wissen, was wirklich der Ursprung des Menschen ist, wo wir wirklich herkommen und ob es da nicht unterschiedliche Menschentypen gibt, was ist wirklich, wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen, was ist denn wirklich unsere Nahrung? Was ist, oder es gibt ja Menschengruppen, die mit unterschiedlichen Ernährungsweisen wohl sehr gut zurechtkommen. Ja, und da gibt es ganz unterschiedliche Menschentypen. So, also ich gebe immer nur Impulse und sage, wenn ihr damit resoniert, was ich herausgebe, dann integriert das, was möglich ist, in euer Leben. Und
mehr Frischkost, ob man jetzt sich vegan oder vegetarisch oder omnivor ernährt, das ist völlig irrelevant. Die Industriekost weg, auf die Qualität der Lebensmittel achten, egal ob nur pflanzlich oder gemischt. Das ist wichtig, auf die Qualität zu achten und die Menge auch in meinen Augen. Nur ganz kurz das Thema emotionales Essen, was für viele Menschen auch vorherrschend ist, ne? Kenne ich auch. Ich kenne das auch. Also ich kenne das auch, ja, dass man aus Frust, Verzweiflung zum Essen greift. Es gibt auch die Menschen, Belohnung. die oder Belohnung. Belohnung. Es gibt auch Menschen, wenn die frustriert sind, dass die eher gar nicht mehr essen, in diese andere Extrem gehen, die dann wirklich gar keinen Appetit mehr haben. Aber es gibt eben auch das andere und dass man sich das immer mehr bewusst macht. Warum belohne ich mich denn mit Essen? Warum esse ich denn, wenn ich allein bin? Ne? Das hat doch viel in der Kindheit. Da muss man auch viel den Ursprung in der Kindheit suchen. Und das ist halt das, wie das sich mit sich selbst beschäftigen, mit seinen Themen beschäftigen. Sich wirklich auch trauen, an die Themen ranzugehen und da wirklich auch ehrlich, aber liebevoll mit sich zu sein. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne, dieses hier, mal wieder mehr selbst in den Arm nehmen. Ne? Und du hattest das gesagt, was mir auch so wichtig ist, das Thema Wasser. Wir bestehen, sollten zu mehr als 70% dieser hier aufs Wasser bestehen. Und wenn man sich mal überlegt, ne, genau, ich habe nämlich auch, ich habe extrem Durst. Es gibt ja auch einen Arzt, Dr. Bad Mangelisch, der hat gesagt, du bist nicht krank, du bist durstig. Und genau das ist es. Und nun ist es natürlich auch so, ja, okay, dann hole ich mir halt Mineralwasser. Stopp. Mineralwasser, was ist das? Kohlensäure. Also Säure weg. Heißt stilles Wasser. Okay, ja, gut, dann hole ich mir stilles Wasser. Dann hast du das in den Plastikflaschen, da hast du dann die Parabene drin, das sind Hormone. Na? So, also Plastikflaschen auch nicht gut. So, dann hast du, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie in Glasflaschen und Mineralwasser oder stilles Mineralwasser. Na? Und wenn man sich dann mal anguckt, diese Mineralflut kann der Körper gar nicht aufnehmen. Also am besten wäre es, man würde Leitungswasser trinken. Um Gottes Willen Leitungswasser. Ja, im Leitungswasser Pestizide, Herbizide, Hormonrückstände, Medikamente. Pff. Viren, Bakterien, keine Ahnung, was ich noch alles vergessen habe. Deswegen ist ein Filter wichtig. Ne? Und weil die Frage ist immer, willst du dir lieber einen Filter für deine Nahrung und für dein Wasser besorgen? Oder bist du der Filter? Und das ist auch, was du zu dir nimmst. Also Ohren, Augen, wie auch immer. Benutz dich selbst nicht als Filter, weil dadurch verstopfst du deine gesamten Kanäle, dadurch verschlackst du komplett mit diesen ganzen Belastungen, Schadstoffen, Giftstoffen, wie auch immer. Und dann meine ich alles mit, auch Informationen in Form bringen. Ne? Bring die Informationen für dich in die richtige Form. Welche nimmst du auf? Also das ist so vielschichtig, wo wir wirklich überlegen dürfen, bin ich der Filter oder filtere ich es vorher? Und das ist das, ich glaube, wenn wir damit ein bisschen sensitiver umgehen würden, würde es uns sehr viel besser gehen und wir hätten nicht diese ganzen Zivilisationskrankheiten. Deswegen heißen sie ja auch so. Weil sie durch die veränderte Zivilisation, die nicht artgerecht, das nicht artgerechte Leben verursacht worden sind. Also allein, wenn man auch mal die Zyklen nimmt. Früher gab es kein Licht. Da bist du ins Bett gegangen, wenn es dunkel war und bist aufgestanden, wenn es hell war. Heutzutage hast du Licht, dann was weiß ich, wenn du im Winter bist, dann gehst du erst um 1:30 ins Bett und stehst was weiß ich wann auf. Das sind Rhythmen, natürliche Rhythmen oder auch Nahrung, ne? Wenn wir jetzt, was weiß ich, im Winter sagen, oh, ich will jetzt mal, was weiß ich, keine Ahnung, unbedingt Erdbeeren essen. Im Winter wachsen bei uns keine Erdbeeren. Hallo. Regional, saisonal, ne? Einfach auch mal die Rhythmen, die natürlichen Rhythmen, Naturrhythmen
einfach auch mal so ein bisschen bedenkt. Back to the roots ist eigentlich, wenn ich da so drüber nachdenke. Zurück zu unseren Wurzeln. Ja, also regional saisonal, da liegt ja auch immer mein Fokus drauf. Obwohl ich jetzt so das Einzige, was ich wirklich konsumiere, das ganze Jahr über, sind Gurken. Das sind so, ist gefühlt so mein Hauptnahrungsmittel, aber das gibt es eben nicht das ganze Jahr bei uns, ne? Ich versuche dann auch schon immer ein bisschen, aber sonst immer regional saisonal. Da gibt es ganz, ja, das sind ja auch Lebensmittel, die uns unterstützen. Regional saisonal, das, der Fokus. Lebensmittel, du sagst es, das sind Lebensmittel und keine Nahrungsmittel. Und genau Nahrungsmittel. darum geht es. Wir nehmen Lebensmittel oder Nahrungsmittel. Nahrungsmittel sind die, die du im Discounter kriegst oder wo auch immer. Die nähren nur, aber machen, Füllen. füllen einen nur, aber dieses Lebendige fehlt da drin, so, ne? Genau. Genau. Ja. Ja, also es ist wirklich ein weites Feld, liebe Zuschauer. Ihr seht, Ernährung ist wichtig, eine effektive Entgiftung ist wichtig, im Zusammenspiel damit auch wirklich gutes Wasser, muss man einfach sagen. Dann die emotionalen Themen sind ganz, ganz wichtig. Sich mehr wieder mit sich selbst beschäftigen, nicht so viel mit den Dingen im Außen. Raus in die Natur, Raus in die Natur, barfuß laufen. Also ihr möglichst seht, barfuß. ein Einlauf kann auch manchmal helfen. Also ihr Und seht. weißt, ja, Einlauf, und weißt du, was ich gerade mache? Was denn? Ich dusche morgens eisekalt. Oh, das mache ich auch. Wenn ich dusche, dann immer kalt. Also erst mache ich warm. Ne? Genau, ja. Normalerweise habe ich das also so gemacht, ich habe wirklich, also sorry, ich oute mich jetzt. Ich habe ein, zweimal die Woche geduscht. Ansonsten habe ich mich vernünftig gewaschen. Weil es war einfach, also das ist schon immer, wo ich gesagt habe, nee, das passt nicht. Aber seitdem ich diese kalten Duschen entdeckt habe, mache ich es wirklich so, dass ich erst vorher einmal kurz warm und dann aber eisekalt. Und dieses eiskalt Duschen, what? Also da darf ich jetzt auch noch mal kurz eine Erfahrung teilen, liebe Christiane. Auch weil wir eben von dieser Entgiftung gesprochen, die ja ganzheitlich wirkt. Und da gibt es eben die Tropfen. Da gibt es ja, also das Wichtigste davon sind einfach die Tropfen. Das ist das Wichtigste. Dann gibt es für die Entgiftung ja noch was für den Darm. Da können wir vielleicht später auch mal noch irgendwann ein Video machen. Und dann gibt es noch Kapseln fürs Gehirn, für den Fokus. Und die machen mich auch entspannter und mutiger. Und weißt du, was ich es letzten Winter das erste Mal machen konnte? Eisbaden. Ich war das ganze Jahr über regelmäßig, und wenn es nur ein, zwei Mal war, aber ich habe mich, auch im Januar, Februar war ich im Wasser. Mein Simon hat es vorgemacht, und er hat gesagt, Mama, du kannst das auch. Ne? Man deckelt sich ja manchmal selber, kann ich nicht, ist mir zu kalt. Und ich war lange jemand, selbst im Sommer bin ich rein, habe gedacht, oh Gott, ist das kalt. Da hatte ich so das Gefühl, ich erstarre gleich, dann hatte ich so ein Stechen in der Brust. Und dann aber da habe ich gedacht, aber komm, es ist Sommer, schwimmst du einfach, ne? Und ich bin wirklich bei, weiß nicht, wie viel Außentemperaturen, gerade Wasser, ich bin rein. Ich wusste, es ist kalt, aber ich hatte nicht dieses Erstarren, dieses, oh Gott, Stechen in der Brust, mir bleibt gleich das Herz stehen. Das war so intensiv. Ich wusste, es ist kalt, aber ich wusste, ich kann es. Aber ich denke, das hat doch was ja, dass eben diese Entgiftung auch hier oben aufs Bewusstsein, auf die Zirbeldrüse, auf dieses Innere so einwirkt, dass man sagt, man kann das. Man weiß, es ist kalt, aber man kann es. Es gibt keine Beschränkungen mehr. Man weiß, man kann das, und dann macht man es. Also das ist so meine Erfahrung. Und ich dachte, krass, ich bin sogar selbst im Januar, Februar, als es richtig kalt war. Ich konnte zwar nicht wie mein Sohn drin schwimmen, weil ich habe gedacht, na, das ist mir noch zu, Schritt zu weit. Aber ich bin zumindest ein paar Mal rein, ganz kurz bis hier untergetaucht, dann wieder raus. Und je mehr ich das gemacht habe, ich habe es drei, vier Mal, und mehr habe ich angefangen zu juchzen und rumzuspringen, weil das einfach so belebt. Und das war für mich auch eine ganz, ganz neue Erfahrung. Die Russen machen das ja ganz oft, ne? Dieses Ja. Kältetraining. Und das ist auch fürs Immunsystem Super. so wichtig. Kältetraining, Anti-Aging. Also was ja das Wichtigste im Grunde genommen, Anti-Aging hat nichts damit zu tun, dass ich im Gesicht als 60-Jährige aussehe wie eine 20-Jährige. Das hat damit gar nichts zu tun. Anti-Aging ist wichtig, um deine Zellen zu verjüngen, um einfach gesund und fit zu altern, ne? Und nicht ab 60 schon. Ne, da zu liegen, weil unser Körper ist darauf ausgerichtet, 120 zu werden. Und genau das, was wir gerade sagen, dieses ganze Thema Entgiftung hat eigentlich wirklich damit zu tun, unsere Zellen wieder zu resetten, sie wieder möglichst in den Zustand zu bringen, dass sie wirklich, ja, dass sie in der normalen Zeit
altern können. Und dieses Kaltbaden, Kältetraining gehört dazu und zum Beispiel auch Fasten, intermittierendes Fasten und natürlich Ausladen, ist klar. Ja, also es ist, ich hoffe, wir haben jetzt einige wertvolle Impulse setzen können. Es ist natürlich erstmal sehr vielfältig. Vielleicht mag der eine auch sagen, wow, wo fange ich denn da an? Immer erstmal in kleinen Schritten, egal was man macht, ob es die Ernährung, die Entgiftung ist, immer in kleinen Schritten, auch seine eigenen Themen. Fang an mit Wasser. Guck mal hier, ich hab immer so ein, ich mache mal keine Werbung, ich habe immer so ein Weizenglas, weil das ist so schön groß, weil diese kleinen Gläser, ich muss so, du hast die schön mit der Blume des Lebens, Ich habe auch genau. eine Karaffe dazu, das sind über Ja. ein Liter drin, das trinke ich schon immer. Und was ich auch immer mache, ich habe dann immer so ein Liter Glas, da mache ich mir immer noch Pfefferminztee. Ich liebe ja Guck mal, Pfefferminztee. guckt euch das mal an. Das ist meine 1 Liter Karaffe. Oh, ich habe sowas als Trinkflasche auch mit diesen Kristallen, Ja. also als 500 Milliliter. Also Ne? macht euch das Trinken schön. Ja, Ne? gut. Einfach mal anfangen mit dem Trinken wäre zum Beispiel. Oder einfach auch mal anfangen, ein paar Tropfen zu nehmen zum Entgiften und einfach vielleicht mal sagen, okay, heute, was weiß ich, gibt es mal meinen eigenen selbst hergestellten Underberg aus grünen Sprossen oder was auch immer. Einfach Stück für Stück. Nicht, boah, ich muss jetzt alles. Und ich denke, die können sich ja auch gerne an dich oder an mich wenden. Wir sind da ja auch offen, gern mal ein paar Ideen, Impulse, Inspirationen mitzugeben. Genau, und alles Wichtige werden wir dann eigentlich unter dem Video verlinken oder Genau. Kontaktmöglichkeit. Alles Video, alles Wichtige unter dem Video. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten und ich denke, das ist nicht unser letztes Nein, wir werden noch mehr. Also, da Interview gibt es auf alle gewesen. Fälle noch Themen. Vielleicht machen wir mal einen Podcast zusammen, können wir auch mal machen. Wäre auch witzig. Total. Mit dir mache ich da mache ich alles mit. Genau. Das ist richtig gute Vielen lieben Energie. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Austausch. Ich finde das immer so wertvoll. Und lieben Dank auch an alle Zuschauer, Zuhörer. Und von mir aus kann ich nur sagen, ich wünsche euch das Allerallerbeste und dass ihr vor allen Dingen wieder zu euch kommt und das Wichtigste, euch in euch und mit euch wohlfühlt. Das ist das Allerwichtigste. Liebe Christiane, ich danke auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast, auch hier für meinen YouTube-Kanal einfach mit mir in dieses Gespräch zu gehen. Vielen Dank auch für deine Abschlussworte, da schließe ich mich auf alle Fälle an. Und wir können unsere Zuschauer auch nur motivieren, inspirieren, diesen Schritt zu gehen. Und wenn ihr Fragen habt, einen Ansprechpartner braucht, dann wendet ja euch einfach an uns und geht den ersten Schritt. Genau, in diesem Sinne, ganz lieben Dank und Alles bis Liebe. bald. Alles Gute, bis bald. Tschüss.